Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. In der Antwort auf unsere Große Anfrage bestätigt der Senat Recherchen unserer Fraktion. Vertreter der Grünen nehmen regelmäßig an Veranstaltungen unter Beteiligung linksextremistischer Gruppierungen teil. Nach Erkenntnissen des Landesamtes für Verfassungsschutz in den vergangenen 2 Jahren an mindestens 10 Versammlungen unter Beteiligung sowohl linksextremistischer als auch auslandsbezogen extremistischer Gruppierungen. Zuletzt trat die Grüne Jugend Hamburg laut Senat im Februar 2020 sogar als Veranstalter einer Versammlung auf, an der insgesamt 13 extremistische Gruppierungen teilnahmen, darunter gewaltorientierte Gruppen wie die Interventionistische Linke oder einer autonomen Gruppierung der Roten Flora. Mehr noch, die Grüne Jugend kooperiert systematisch mit der vom Verfassungsschutz beobachteten Gruppierung Ende Gelände. Hierbei handelt es sich um eine von der Interventionistischen Linken maßgeblich beeinflusste Gruppierung, die bei nahezu allen Aktionen durch politisch motivierte Straftaten, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigungen, Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte auffällt. Um das mal klar festzuhalten, wer zur Durchsetzung politischer Ziele Gewalt anwendet, ist ein Extremist. Da gibt es keinen Interpretationsspielraum, auch dann nicht, wenn man glaubt, sich angeblich für eine vermeintlich gute Sache einzusetzen. Dass die Grüne Jugend Hamburg selbst in ihrer Geschäftsstelle Informationstreffen zu Ende Gelände durchführt, setzt dem noch mal eine Krone auf. Dort, wo politisch legitimierte Straftaten besprochen, vorbereitet und zum Schutz des kapitalistischen Wirtschaftssystems aufgerufen wird, hätte eigentlich längst der Verfassungsschutz auf der Matte stehen müssen. Da kann man sich auch nicht mehr darauf berufen, dass man Opfer einer Entgrenzungsstrategie von Extremisten sei. Vergleichbare Kooperationen hätten auf der anderen Seite des politischen Spektrums längst zu parteiübergreifender Empörung, wenn es um die AfD geht, dann auch zu Rufen nach Beobachtung durch den VS oder zu einer scharfen Reaktion des Innensenators geführt. Es drängt sich auf, der Verfassungsschutz ist auf dem linken Auge blind hier in Hamburg. Will der Verfassungsschutz sich nicht länger diesem Verdacht aussetzen, muss er bei der Grünen Jugend Hamburg genauer hinschauen. Dass das politisch nicht gewollt ist, ist ein Skandal. Wir werden weiterhin diese skandalösen Kooperationen der Grünen und Linken mit Extremisten dokumentieren und an die Öffentlichkeit bringen. Darauf können Sie sich verlassen. Vielen Dank.